Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Follow Me Around. Und zwar ist es diesmal ein recht spezielles, besonderes Follow Me Around. Denn wir wurden eingeladen von Chio Aachen zum Blogger-Treffen in Aachen. Und das heißt, wir dürfen dort reiten mit unseren Pferden und bekommen Dressurunterricht in meinem Fall von Sönke Rotenberger. Und die Julia bekommt auch Springunterricht bei einem bekannten Springreiter, dessen Namen ich ehrlich gesagt gerade nicht aussprechen kann, weil der so schwierig ist. Aber später lerne ich es vielleicht noch, den Namen auszusprechen. Ja, genau. Und heute fahren wir schon hin. Heute Abend zeigen wir denen dann ein bisschen das Gelände, den Pferden. Und wir stallen dort dann auch ein auf dem Gelände. Und morgen früh ist dann das Blogger-Treffen, wo dann auch ganz viele Zuschauer hoffentlich kommen werden. Von uns allen, von den ganzen Bloggern. Und ja, genau, dann gibt es noch ein paar Vorführungen von den Bloggern und noch eine Voltigier-Vorführung. Und später ist dann auch ein Meet and Greet. Und ich freue mich schon sehr, hoffentlich ganz viele von euch kennenzulernen, die in der Aachener Richtung wohnen. Und ja, ich freue mich auch schon riesig. Also ich nehme den Daily mit natürlich für Dressur. Und ich freue mich schon sehr, dort zu reiten. Bin gespannt, was zu ihm gesagt wird. Gestern hatten wir auch eine ganz tolle Dressurstunde und er läuft gerade einfach nur top. Und deshalb bin ich schon ganz gespannt, wie er das dort macht. Ich bin mir sicher, dass er auch wieder gechillt sein wird. Mal schauen, ob er wieder so klemmt wie in Kreut am Anfang. Aber ja, lassen wir mal alles auf uns zukommen. Die Julia darf auch mitkommen mit dem Winnie und bekommt dort Springunterricht. Und ja, ich bin schon gespannt, wie der Winnie das auch macht, weil der halt in Kreut ein bisschen schwierig war. Und ja, auf jeden Fall freuen wir uns riesig. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir eingeladen wurden. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle an Chio Aachen fürs Möglichmachen und an die Nadine für die tolle Idee. Und ja, ich freue mich schon riesig, auch die Mädels wieder zu sehen von der Blogger-Lounge letztes Jahr. Ja, ich nehme euch dann mit. So, wir sind jetzt im Stall angekommen. Hallo Daily. Und jetzt packen wir das ganze Zeug in den Hänger und dann fahren wir auch schon los nach Aachen. Hi Winnie. Na? Freust du dich? Freust du dich? Geht's heute auf Reisen? Lass das hängen. Mira chillt ihr Leben. Hallo mein Schatz. So, wir sind jetzt angekommen in Aachen und hier sind auch schon unsere Boxen und wir laden jetzt die Pferde aus und dann dürfen sie in ihre Boxen und die Julia reitet heute noch ein bisschen mit dem Winnie und den Daily, führe ich einfach ein bisschen auf dem Gelände rum und zeig ihnen hier alles, weil gestern ist ja so toll in der Dressurstunde gelaufen und möchte ich heute nicht reiten, bevor ich morgen wieder reite. Wir laufen jetzt gerade ein bisschen Schritt im Deutsche Bank Stadion. Sieht man ihn? Ja. Ich bin hier gerade etwas überfordert. Die Julia reitet noch ein bisschen. Ist so krass hier drin zu laufen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Bitte nicht wälzen. Ich glaube, das ist hier nicht gestattet, Daily.
So, die Julia ist jetzt gerade den Winnie ein bisschen geritten. Ich habe den Daily ein bisschen geführt im Deutsche Bank Stadion. Und der Daily war natürlich wieder unbeeindruckt. Der Winnie hat schon ein bisschen interessiert. Sehr beeindruckt. Aber es ging dann auch. Sie konnte dann auch normal reiten. Jetzt wird sie ihn noch ein bisschen abspritzen. Dann gehen wir gleich ins Hotel. Und nachher haben wir dann noch ein gemeinsames Abendessen mit den ganzen Leuten hier. Und ja, ich freue mich schon sehr auf morgen. So, wir sind jetzt zum zweiten Tag aufgestanden, viel zu früh aus meiner Sicht. Es ist 7:30 und wir waren schon frühstücken. Und jetzt gehen wir rüber in den Stall und füttern die Pferde. Ich wollte den Daily noch einnähen. Und um 9 Uhr geht das Programm für uns auch schon los. Und wir freuen uns schon sehr auf den Tag heute. Wir sind schon super gespannt, weil wir wissen alle nicht, was uns erwartet. Auch die von Aachen wissen nicht, was uns erwartet von den Besuchern her. Wir hoffen, es kommen immerhin ein paar, dass es nicht komplett leer ist. Aber wenn wir für uns wären, wäre es auch nicht schlimm. Ja, ich freue mich schon sehr auf die Dressurstunde und die Julia freut sich schon sehr auf die Springstunde. Und ja, ich nehme euch dann wieder mit den ganzen Tag. So, ich habe den Daily jetzt eingenäht und geputzt. Er möchte gerade nicht sehr stillstehen. Er möchte die ganze Zeit Steine essen auf dem Boden. Genau, ich stelle ihn jetzt nochmal in die Box. Und nachher holen wir ihn dann wieder raus zum Fertigmachen. Wir haben jetzt aber erst noch einen Talk mit Sönke Rotenberger. So, der Daily ist jetzt fast fertig. Er hat schon hier sein schönes Outfit an. Wir reiten heute in der Violet Grey. Mit schönen Sternchen-Bandagee-Unterlagen. Genau. Ich ziehe mich jetzt auch an. Und die Julia führt mir den schon ein bisschen Schritt. Schneller werden. Dann auch später für die Galoppleute ist es ja wichtig, dass man auch bei jungen Pferden von Anfang an halt trainiert, wenn du zurückreitest, dass sie von der Frequenz her schneller werden. Und jetzt zurück und dann ist der schnell weg. Ja, das ist nicht schlimm. Auch wieder auf den Zirkel, genau. Dann kannst du wirklich auch mal so auf den Zirkel gehen und dann wie so eine Spirale den Zirkel immer kleiner machen, dass du am Ende so eine 8-Meter-Wolte hast. Und dann musst du wirklich zurück und schnell werden. Also dass er noch schneller abzieht. Er hat natürlich einen großen Galopp. Und das, vor allem bei solchen Pferden ist es auch wichtig, dass man das von Anfang an trainiert, dass sie, wie gesagt, schneller werden, ohne dass du ihm so viel helfen musst. Ne? Weil du merkst, wenn er so ein bisschen ausfallen Richtung Trab, und dann wird es halt auch schwierig mit Galopp-Piruetten.
Genau, wenn du so außen Galopp gehst und einfach einen Galoppwechsel machst, ne, guck, dass er gerade bleibt. Weil jetzt reitest du zum Schritt und dann fällt er so mit der Hinterhand nach rechts. Und auch noch präziser, wenn du so aus der Ecke kehrt machst, dann kannst du ruhig erst immer eine Volte drehen und dann erst aus der, dass er wirklich links gebogen ist. Also sonst kommst du so fast mit Rechtsstellung so ein bisschen auf diese Linie, dass du ruhig immer da vorne Volte, dann hast du ihn richtig links gebogen, ist er weg vom linken Bein und dann erst die Lektion dann reiten, dass du dir wirklich Zeit damit für nimmst. Aber das war, also vom Galopp her ist jetzt gut, denn am Anfang sieht er so aus, als ob er sich so lang macht und einfach wegläuft, aber das ist jetzt besser, sehr gut. Also nicht ihn schon beibringen, vor der Ecke ausfallen, sehr gut. Sehr gut, der Galopp so. Und dann reitest du ruhig da unten in der Ecke erst eine Volte, 10 Meter und dann nochmal eine Volte und daraus dann aus der Ecke kehrt. Aber nicht schon von, genau, jetzt drehen, wenden. Das ist ja schon fast 15 Meter, ne? Also schon klein genug, kannst ruhig nochmal eine Volte reiten. Dass du nicht größer als 10 Meter, weil das kommt in keiner, so genau. Genau, und das ist nämlich auch eine gute Übung für so ein Pferd, wenn er so einen großen Galopp hat, dass er schnell wird da. Sehr gut. Und dann reitest du, sehr gut. Dann ist er besser gebogen, super. Und weiter, genau, weiter. Nicht so aufs Genick konzentrieren, ruhig ein bisschen hinterher reiten, dass er vorwärts zieht. Super. Nee, aber dann mach das ruhig eher, dass du schon eher dann zum Trab gehst und nicht immer vor der Ecke, auch da, nicht immer den Übergang zum Schritt oder zum Trab kurz vor der Ecke machen, weil da ist es halt, dann wird es schwierig für die Pferde und dann denken die irgendwann, ich mach das jetzt einfach. Weißt du, dass du da schon das Ruder übernimmst und davor das entscheidest. Sehr gut. Du kannst ja noch ein paar Mal vielleicht Schritt Galopp machen, dass er dann noch einfacher angaloppiert, ohne den Kopf dann so hochzunehmen. Dass du ihn erst im Schritt locker hast, loslassen kannst und eigentlich das Gefühl hast, der drückt ein bisschen nach unten und dann erst legst du dein Bein um. Ja, ruhig nochmal zum Schritt direkt, wenn er so falsch angaloppiert, drückt einfach wieder zum Schritt. So, genau. Und dann galoppierst du einfach nochmal an. Ja, besser. Und ruhig nochmal. Genau, aber nicht einen Fehler nach dem anderen machen, dass du dich erst wieder richtig konzentrierst aufs Schrittreiten und jetzt schick ihn mal richtig so Schulter vor, dass er links gestellt ist, vor dass du angaloppierst und dass er wegbleibt vom linken Bein. Aber dein Bein dann immer wieder loslassen, gucken, ob er da bleibt, so. So, genau, und dann galoppierst du recht links an. So, genau, sehr gut. Und so ein bisschen das Gefühl haben, dass du die linke Stellung nimmst und dann in der Stellung links loslassen kannst. Weißt du, dass er dann noch mehr mit seinem linken Hinterbein nach vorne durchgreift. Sehr gut. Super. Dann kannst du auch nochmal rechts angaloppieren, so ein paar Mal. Du probierst ihn natürlich jetzt durchs Genick zu halten im Angaloppieren, aber noch mehr probieren, loszulassen im Angaloppieren, dass er nicht so gegen den Rücken da angaloppiert. Ne? Probier es ruhig einmal, dass du einmal wirklich vorwärts, also die Hand ein bisschen vorlässt, einmal zurück, dass er wirklich an Galopp denkt und nicht antrabst, aber dann lässt du ein bisschen los, ein bisschen mehr los im Angaloppieren, im Übergang. Sehr gut, sehr gut. Genau. Und dann musst du noch gucken, dass er gerade bleibt, ne? Sehr gut, aber das war schon gut. Dann fällt er so ein bisschen einfacher im Galopp in den Übergang, super. Und da auch mal wieder ein bisschen vor, zurückreiten im Galopp, dass er nicht in einem Tempo da, so, genau, super. Dass er immer da an ist, super. Ja, der Daily und ich sind gerade die Unterrichtseinheit geritten. Er ist jetzt hier gerade am Fressen. Er möchte jetzt wohl doch nicht gucken für das Video. Und er hat es so brav gemacht. Also ich bin so happy gerade. Es hat alles so gut geklappt. Und auf dem Abreiteplatz war er nämlich ein bisschen grell wieder. Aber er war dann echt mega gechillt, auch innen drin. Also wir waren natürlich beide, ich war todesaufgeregt. Also mir war davor so schlecht und alles. Ich war mega aufgeregt. Aber ja, also er war mega brav. Jetzt guckt er doch kurz. Und es hat total Spaß gemacht, das habe ich jetzt, glaube ich, schon 10 Mal gesagt, aber ja, der Unterricht auch beim Sönke war echt richtig gut, hat uns auch geholfen, was er uns gesagt hat und so. Und genau, und ich bin so dankbar an Chio Aachen, dass ich da mitmachen durfte und es hat so Spaß gemacht und immer wieder gerne wieder. Und jetzt sind gerade so Blogger-Vorführungen, aber ich glaube, ich habe keine Zeit dazu zu gucken, weil die Julia ja gleich noch mit dem Winnie springt. Genau, deshalb... Ja, das war es jetzt hier von Dailies und meiner Seite.
dann nachher ist noch das Springen und dann später sind noch die Meet and Greets. Bin ich mal gespannt, ob mich wenigstens einer kennt. Ja, genau. So, die Julia hat den Winnie schon fertig gemacht zum Springen. Die Nina springt mit ihr. Das ist hier jetzt voll Gegenlichtaufnahme, aber man sieht überhaupt nichts. So, von hinten sieht man was. So, genau. Studentenreiter Karlsruhe folgt ihn auf Instagram. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, jetzt sind gerade noch zwei Vorführungen und dann reiten die beiden. Wir müssen dann noch Springen aufbauen. Freut ihr euch? Ja, auf jeden Fall. Yeah. Yeah. Der Springparcours ist jetzt fast fertig aufgebaut. Es haben Ständer gefehlt, deshalb haben die jetzt hier noch welche geholt. Und ja, die Julia reitet wohl da. Genau. Ja. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin schon sehr gespannt. Also, das ist der Wild Wind. Ich bin leider etwas erkältet. Das ist ein 9-jähriger Hannoveraner Ballach, gilt im Training bis L-Springen, Anfang M, sage ich jetzt mal. Auf dem Turnier bisher nur bis 2 Sterne A, weil er gerne so eine ungesunde Mischung zwischen Genie und Wahnsinn ist, sage ich mal. Dass er halt, manchmal verlässt ihn so ein bisschen der Mut, aber Schrittchen für Schrittchen geht's immer voran. Julia, wie war's? Gut, es war sogar recht kontrolliert für unsere Verhältnisse. War natürlich jetzt nicht so routiniert wie die anderen beiden, aber er hat alles brav gemacht. Er war sehr brav. Und er hat sich bemüht, er war zwar aufgeregt, aber Uppala. Aber er hat das ganz gut gemeistert. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Hat Spaß gemacht? Es hat Spaß gemacht. Wie schön. War schöner Unterricht. So, der Winnie wird jetzt noch abgespritzt und dann gehen wir essen. Ich habe so Hunger. Und danach ist, glaube ich, eine Volti-Vorführung. Und dann dürfen wir, glaube ich, sogar selber Volti spielen. Ja. Schauen wir mal. So, hier trainieren gerade schon die Volti-Leute. Und die führen gleich was vor. Und dann dürfen wir tatsächlich auch selber ein bisschen voltigieren. Und am Ende machen sie nochmal eine Kür. Julia, bist du heute schon auf Volti eingestimmt? Ich habe Angst, dass sie gar nicht erst hochkommen. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es sieht bei uns beiden sehr ungrazil aus, würde ich uns mal so einschätzen. Even if I try, even if I wanted to, and I can't change. Even if I try, my love, my love, my love, she keeps me warm, she keeps me warm, she keeps me warm, my love, she keeps me warm, she keeps me warm.
das Meet and Greet an den Boxen. Und ich hoffe, dass mich wenigstens zwei Leute kennen. Daily ist irgendwie auch schon... Oh, es stellt mich richtig so. Daily ist irgendwie auch schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Aber... Er ist aufgeregt, seine Fans zu treffen. Ja, er ist aufgeregt, seine Fans zu treffen. Alter Verwalter, ich... Ich so, oh Gott, wieder alle hin. So, Daily und ich haben jetzt auch das Meet and Greet gut überlebt. Gell? Wir haben uns sehr gefreut, viele von euch kennenzulernen. Und der Daily war nur ein bisschen aufgeregt, teilweise wegen den vielen Menschen, die dann hier doch waren. Und, aber er ging dann mit jedem hier auf Kuschelkurs. Und ja, genau, wir packen jetzt unser Zeug in den Hänger und dann fahren wir auch schon wieder heim, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu fahren dann vor uns. Und ja, es war mega cool hier. Vielen Dank nochmal an Chio Aachen. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es war eine Riesenchance, dass wir hier sein durften. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir freuen uns auch schon aufs richtige Chio Aachen, weil da werden wir auch wieder am Start sein, die Julia und ich. Natürlich dann ohne Pferd. Und genau, das war es dann an dieser Stelle für mein Video. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.